Moin Moin und hallo, ich bin der Matt. Wir haben diese Woche das Thema Outing bei entfernter Verwandtschaft. Ich habe mich bei meiner entfernten Verwandtschaft, weil ich ja halb Amerikaner, halb Deutscher bin, einigermaßen geoutet. Meine Oma hat es vom deutschen Teil übernommen. Die hat denen eine Mail geschrieben oder angerufen, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, sie hat meinen Patenonkel angerufen und der hat es dann einfach allen weitererzählt, weil die alle nebeneinander wohnen, alle im gleichen Dorf wohnen. Und beim amerikanischen Teil der Familie, der ja in Amerika lebt, habe ich es auf Facebook geschrieben, bei meinem Outing, bei meinem Outing auf Facebook habe ich den Text eben auf Deutsch, eben auf Englisch geschrieben und habe gehofft, dass sie das sehen. Meine Grandma hat mich daraufhin angeschrieben und ich habe mit meiner Grandma darüber dann, ja, gechattet. Sie hat es dann auch meine Tante weiter erzählt, obwohl die es auch schon im Post gesehen hat. Mein Vater hat es zudem mitbekommen und dadurch verlief mein Outing bei meiner entfernten Verwandtschaft. Also es lief eigentlich nicht über mich. Was schwer war nach dem Outing, das ist schon wieder eigentlich fast ein neues Thema, war die erste Begegnung mit der Verwandtschaft, weil ich nicht wusste, wie sprechen die mich an, sprechen die meinen Geburtsnamen an, sprechen sie mich mit meinem männlichen Namen an, den ich mir ausgesucht habe, Matt oder Matthew oder Alan oder Dean, was weiß ich, oder ja, was kommt da auf mich zu? Meine Patentante war sehr skeptisch beim Outing und hat gesagt, ja, sie pfuscht in Gottes Werk, aber wenn es das ist, was sie wirklich möchte, dann soll sie es machen. Meine Familie hat am Anfang sehr viel Angst gehabt wegen den Komplikationen und den OPs, dass ich dann das Ganze doch nicht möchte, dass ich unzufrieden bin nach der Mastektomie, dass ich meine Brüste vermisse und all das Zeug. Das waren, glaube ich, so die schwierigen Seiten, das dann jedem erklären zu müssen, nein, ich möchte es wirklich, es ist meine Entscheidung, ich fühle mich nicht wohl und ja, ansonsten verlief eben mein Outing über Verwandtschaft, die sich selbst gegenseitig aufgeklärt hat und geoutet, also mich geoutet hat. Und halt über Facebook oder E-Mail. Genau. Mehr kann ich zu dem Thema auch nicht sagen. Ich bin froh, dass es wieder nur 2 Minuten lang ist, dann so lädt schnell hoch. Und würde sagen, bis zur nächsten Woche. Reingehauen. Ciao.